Im Rahmen der großen Meisterfeier der Handwerkskammer Koblenz am 16. April wechselten 650 Meisterbriefe in die Hände von 120 Handwerkerinnen und 530 Handwerkern aus 25 Berufen, die zusammen mit ihren Familienangehörigen und Freunden in die Koblenzer Rhein-Mosel-Halle gekommen waren. 1800 Gäste wurden durch Moderator Holger Wienpahl und HWK-Präsident Kurt Krautscheid begrüßt, der in seiner Eröffnungsrede auf die individuellen Leistungen einging, die hinter jedem Titel stehen. Auch wenn die jüngste Meistergeneration mit Rekordwerten glänzt, schaue man nicht auf eine statistische Erhebung, sondern verbindet mit jedem Meisterbrief eine persönliche Spitzenleistung und Lebensentwürfe, die mit dem Brief für das Handwerk eine große Bedeutung haben. Das griff auch Staatssekretär David Langner auf, der nach einer kurzfristigen Absage von Ministerpräsidentin Malu Dreyer in deren Vertretung die Festrede hielt. Er gratulierte im Namen der Landesregierung und sprach neben den Glückwünschen auch großen Respekt aus für das Geleistete. Langner sagte auch eine verstärkte Unterstützung durch die Politik zu, denn die Landesregierung vergibt einen Meisterbonus als Ergänzung zum Meister BAföG. Das Erlangen des Meisterbriefes darf nicht von der finanziellen Lage eines Einzelnen abhängen, der sich für diese Qualifikation entscheidet und damit auch einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft übernimmt. Sowohl der Meisterbrief wie auch das duale Ausbildungssystem gelte es zu stärken und als Exportschlager in andere Länder zu tragen. Ein Plädoyer, dem sich 1800 Gäste anschlossen und die ihre 650 Jungmeister ausgiebig feierten. Drei von ihnen wurden in einem Kurzfilm vorgestellt, darunter auch Fliesenlegerin Lena Heukäufer aus Betzdorf. Mein Opa hat vor ca. 50 Jahren den Betrieb gegründet, mein Vater übernommen. Wir haben aktuell jetzt 8 Fliesenleger beschäftigt. Einige davon haben auch bei uns gelernt. Mein Plan geht so in die Richtung, den Betrieb irgendwann mal zu übernehmen, wenn alles gut läuft. Die 23-jährige Lena Heukäufer aus Betzdorf wird damit die familiäre Meistertradition fortsetzen. Auch wenn der Brief im Fliesenlegerhandwerk kein Muss ist, um einen Betrieb zu führen. Ich persönlich finde den Meister sehr wichtig. Die meisten Kunden wissen gar nicht, dass bei uns keine Meisterpflicht mehr besteht. Das ist halt sehr schade. Wenn man dann sich mal mit den Kunden ausgiebig unterhält und denen erklärt, dass es den Meister eigentlich gar nicht mehr gibt, dann sind sie schon sehr erfreut, einen Meisterbetrieb vor Ort zu haben. Ich finde, das ist noch so ein Qualitätssiegel. Und mein Opa und mein Vater haben auch den Meister gemacht. Und irgendwie ist mir das halt in die Wiege gelegt worden. Lenas Weg zur Handwerksmeisterin begann mit einer Ausbildung zur Bürokauffrau. Doch in der Beratung der Kunden kam bald auch die persönliche Frage auf, wie die Praxis aussieht. So schloss sie eine Lehre zur Fliesenplatten- und Mosaiklegerin an und sammelte dabei auch Erfahrungen mit der charmanten Atmosphäre am Bau. Ich musste in der Ausbildung ein bisschen meine Aussagen ändern. Wenn mein Vater mich gehört hätte, hätte er, glaube ich, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Aber es ist, man muss sich durchsetzen. So nach 1-2 Wochen, wenn die Leute einen kennen, dann geht's. Schwierig sind manchmal Architekten oder Bauleiter, die einen nicht ernst nehmen als Frau. Und da muss man erst mal ein bisschen zeigen, dass man auch was am Kasten hat. Und doch fühlt sich Lena Heukäufer in der Männerwelt des Baus pudelwohl. Es ist nicht immer einfach am Bau. Man hat viel mit Männern zu tun. Mir macht sehr viel Spaß, ist mir auf jeden Fall lieber als 20 Friseurinnen um mich zu haben. Aber generell, ich bin eher so der wilde Typ, glaube ich. Ich fahre gerne Stapler, ich fahre gerne LKW. Es gehört auch mal dazu, einen Tag zu schleppen. Aber es ist schon, also für mich ist es nichts, den ganzen Tag im Büro zu sitzen. Die kreative Arbeit vor Ort, der Umgang mit den Kunden und das unmittelbare Echo auf die handwerkliche Ausführung, die technischen Herausforderungen, all das liebt Lena Heukäufer an ihrem Handwerk und lebt das auch aus. Die Übernahme des Familienbetriebs wird langfristig vorbereitet. Der Meisterbrief ist dabei ein wichtiger Baustein und gehört zur Familientradition einfach dazu.
Dann kam der große Augenblick, auf den alle so sehnsüchtig gewartet hatten. Die Übergabe der Meisterbriefe, die für die 25 Besten ihres Handwerks auf der Bühne stattfand. Mit 382,03 von 400 erreichbaren Punkten freute sich der Westerwälder Kfz-Technikermeister Pierre Geißler als Jahrgangsbester aller 650 Jungmeister über einen besonderen Glückwunsch. Die drei besten Prüfungsergebnisse wurden mit Geldprämien im Gesamtwert von 2250 Euro honoriert, gestiftet durch die Sparkasse und die Finanzgruppe der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Die 25 besten aller Absolventen erhielten außerdem personalisierte Briefmarken im Erscheinungsbild der Bundesimage-Kampagne des Handwerks. Alle 650 Meister erhielten einen Schal mit dem Slogan Meister 2015, der dann auch gleich sehr dynamisch eingesetzt wurde. Musikalisch begeisterte die Band Brass Machine aus Pirmasens mit ihren Live-Einlagen, wie auch ein Videoclip mit Bäcker-Rapper Jörg Konrad alias Konji, der aktuell auf dem Weg zum Meisterbrief ist. Die Meisterfeier 2016, sie begeisterte und kam bei denen, für die sie ausgerichtet wurde, sehr gut an. Die Feier war wundervoll. Also ich war echt überrascht, dass so viele Leute hier zu uns gefunden haben heute. Also positiv von allen die Band, sehr gut. Musik hat mir gefallen und auch die Ansprachen, also sehr gut. Ich habe mich letztes Jahr schon zum Studium in Köln eingeschrieben, jetzt erst den großen Brief bekommen. Wir haben ja letztes Jahr schon den kleinen Brief bekommen, von daher, ich bin Landmaschinentechniker am Studieren in Köln. Schon im zweiten Semester mittlerweile, also läuft. Ich fand's gut, hat mir gut gefallen auf jeden Fall. Ja, abwechslungsreich, gute Musik, gute Reden. Ja, ich habe meinen Meister ja letztes Jahr schon abgeschlossen und bin in der Firma beschäftigt, wo ich auch gelernt habe und habe da jetzt so einen, ja, wie soll ich sagen, also einen guten Job, der mir auch Spaß macht auf jeden Fall. Und da geht's auch weiter. Geht immer weiter. Und auch Lena Heukäufer, die zusammen mit den Eltern und Opa Walter nach Koblenz gekommen war, fühlte sich pudelwohl und freute sich auch über den Humor der Friseurmeisterinnen dieses Tages, die es ihr nicht übel nahm, dass sie lieber mit den Männern am Bau unterwegs ist als mit 20 Friseurinnen. Nach meiner Aussage, dass ich lieber mit vielen Männern zusammenarbeite als mit 20 Friseurinnen, habe ich nur gedacht, du musst gleich, wenn es zu Ende ist, schnell die Flucht ergreifen, bevor die dich verprügeln. Aber ich glaube, es ist ganz witzig angekommen. Die meisten haben gelacht. Und auch HWK-Präsident Kurt Krautscheid zog nach der Meisterfeier ein durchweg positives Fazit. Denn wer dabei war, weiß auch, dass es für die jungen Menschen sich lohnt, Meister zu machen und auch für die Kammern sich lohnt, eine Meisterfeier auszurichten. Ich glaube, ich habe nur glückliche Gesichter gesehen bei den jungen Menschen. Die ist jungen Meister auch mit 59, aber es waren nur glückliche Gesichter dabei, ein ganz tolles Ereignis. Beim Blick zurück gingen dem Dachdeckermeister auch Gedanken zur eigenen Meisterfeier vor über 30 Jahren durch den Kopf, die eine geänderte Wahrnehmung des Meisters in der Öffentlichkeit einschlossen. Ich habe heute noch mal nacherzählt, wie lange der ist und so viele Dinge davon weiß ich nicht mehr, ist nicht mehr über, aber wir haben es sehr wohl auch so gefeiert, aber ich glaube, die Wahrnehmung im Umfeld ist mittlerweile, glaube ich, besser geworden, als er früher war. Früher wurde der Meister vielleicht ein kleines bisschen abgetan und heute ist wirklich eine große Wertschätzung für die jungen Menschen da, die den Meisterbrief machen. Mit der Erfahrung aus 32 Meisterjahren gibt der selbstständige Dachdecker und Kammerpräsident auch einen Tipp an die jüngste Meistergeneration weiter. Ich glaube, wichtig ist mal zwar einen Plan zu entwerfen, aber auch viele Dinge im Leben auf sich zukommen zu lassen. Und die meisten Dinge im Leben passieren tatsächlich, Glück ist mit den Tüchtigen. Und wenn die jungen Menschen, die ja auch hier bewiesen haben, dazu Gas geben können, wenn sie dann in ihrem Leben weitermachen, glaube ich auch, dass das Glück auf ihrer Seite ist. Für die Jungmeisterinnen und Jungmeister 2015 sicherlich wertvolle Gedanken, die an diesem Tag aber in erster Linie das taten, was Kurt Krautscheid schon in seiner Begrüßung deutlich herausgestellt hatte. Feiern und genießen, denn das ist ihr Tag. Ein wahrhaft meisterlicher.